Okay. Könnten es ja auch langsam runterlaufen lassen. So. Im Grunde, wo müssen wir denn nochmal hin? Da müssen wir hin. So. Ich glaube, das ist die Strecke, an der ich am längsten bislang gebaut habe. Was? Brückenpfeilerkollision. Ei, 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 ei. Nicht gut. Nicht gut. Kommt 617 von mir. Weil ich habe persönlich keinen Bock, noch mal die Brücke zu bauen. Deshalb mache ich immer so und baue parallel noch mal eine hin. Mal das abreißen. Und wenn das jetzt nicht allzu langsam ist, so. Wirklich gesagt zu langsam. War ehrlich. Ist mir ehrlich gesagt zu langsam. Wenn ich das direkt verbinde. So, dann gibt es eine Kollision. Aber wir hätten 300. Wie gut, wenn ich es einsetze, immer wieder. Oh. Wieder am Anfang. Ja, wo gibt's hier eine? Hier wird's gehen. Jetzt weiterführend. Oh, 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 oh. Perfekt. So, auch wenn das jetzt vielleicht doch ein bisschen arg lang gedauert hat. Ich finde die Lösung aber immer passend, einfach eine zweite Brücke daneben setzen. Sehen und dann wieder hierher führen. 160, 60, 100. Sieht immer sehr spektakulär aus. Das mal hierher, ob das gehen würde. Mit einem Tunnel. Und lass es mal hierbei. Komm mal von hier weiter, weil ich möchte da nicht unbedingt einen Tunnel haben. Hin.
Nein, will ich nicht. Will ich nicht. Ich hätte gern. Will ich denn? Brücke oder einen Tunnel? Eigentlich hätte ich lieber eine. Aha. Man bräuchte eigentlich gar keinen Tunnel. Aber ich mache trotzdem einen hin. So. Fertig. Ah, doch, man könnte da schon einen hin machen. Also. Geht schon, geht schon. Gehen tut eh alles, aber. Vor allem in diesem Spiel geht alles, wie man immer will. Wer das Spiel selber spielt, der weiß, dass das pure Ironie war. So, gefällt. Der Seite noch. Oh, bevor ich es vergesse, die Brücken müssen wir auch noch machen. Bevor ich es vergesse. Wo waren die? Wo waren die? Bin fleißig. Wir hier die machen? Ne, wir machen die anderen. Wo sind die? Wo sind die? Alten Ansignalen. Ja. Danke. So, dass man hier wenig sieht. Oh. Egal. Normalerweise würde ich das jetzt nicht durchgehen lassen. Aber ich möchte hier Züge fahren sehen. Weil möchte ich gut fahren. Jetzt. Ah. So, wie bauen wir hier weiter? Ich glaube, da machen wir die auch hin. Oh, jetzt weiß ich bloß nicht weg. Da ist sie. Oh, ich hab's gefunden. Dum-di-dum. Was machen wir es denn bis vor zur Brücke, oder? Okay, hier ist ja die. Hier ist der Mischerübergang.
wirklich oder bis hier zur flachen Stelle, würde ich sagen, hier. Ja, dann könnten wir es auch. Dann könnten wir es auch gleich vorne durchziehen. Mal schauen. Ich hätte jetzt hier aufgehört. Ja. Oh. Ja, genau so. Jetzt hier die ganze Scheiße noch weg. Ich glaube, das muss ich öfters bauen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das muss ich wirklich öfters bauen. Regelmäßiger in großen Städten? Warum denn nicht? Was ist noch an? Und dann Zuge dann vorbeifahren sehen. Halleluja! Ja. So, jetzt machen wir erstmal die Signalsetzung. Wir brauchen eins. Nicht laggen. Schön. Hier oben. Ja. Boah, wie man sieht, sehr, sehr viel Mods installiert. Nur mach. Ich hole mir den Bahnhof von dem längsten in der Reihe des. Oh! Mühle! Das ist Zegersmühle. Zegersmühle ist, glaube ich, bloß. Zegersmühle ist nicht voll ausgebaut, oder? Nee. Hier. Zegersmühle ist ein. 140 Meter. Ob ich den nicht ganz ausgebaut habe? Keine Ahnung. Das ist der längste Bahnhof. Dann nehme ich mir den hier. Und. Sag dann immer etwa. Die Signalwende. Mache ich das etwa, weil dann hat man nicht einen zu großen Abstand, weil dann kann man auch einen etwas höheren Takt auf die Gleise bringen. Denn die Abstände sind schnell wieder freigegeben für den darauffolgenden Zug und deshalb gibt es auch weniger Stillstände. Den Zügen, was natürlich lieben Fahrgäste freut. Wenn sie nicht so lang unterwegs sind, was mich persönlich auch freuen würde. So. Dann jagen wir hier. Noch ein ICE-3 drauf. Die Linie wird erstmal
von Peretz nach Zegersbühl gehen. Und. Oder machen wir gleich bis ganz nach hinten? Nee, dem. Nee, Muss ich erstmal Jerxheim ausbauen? Den. Oder was? Nee, das ist auch Kloppen. Das ist ein mittlerer Bahnhof. Aber der hat bloß zwei Gleise. Müsste ich eventuell noch ein drittes Gleis hinlegen. Cool. Das ist ja nicht so getaktet. Oder ist oft besetzt. Und das ist halt das Gute an den Wänden. Die haben ja bloß hier zum Beispiel hier diesen Punkt, wo sie ja an der Schiene platziert sind. Das heißt, man kann hier immer noch Signale platzieren. Was natürlich der Vorteil von diesen ist. Im Gegensatz zu Brücken. Hier eins hin. Ah. Also man sieht anhand schon an den Signalen, dass man eigentlich recht viel Züge auf die Strecke schicken kann, aber oh, ich bin da eher einer, der denkt eher eine Linie reicht oder pro, besser gesagt, pro Linie zwei Gleise hinzulegen. Aber davon möchte ich gern wegkommen, denn ich habe hinten bei der Neubaustrecke, bei einer anderen Neubaustrecke, Fernverkehr, Nahverkehr und Güterzüge auf einem Gleis. Und das ist immer, vor allem an dem, wo bin ich denn jetzt? An, den eine, an dem einen Bahnhof immer sehr interessant, wer da jetzt Vorfahrt hat. Ja? Manchmal ist der Zug, demnächst standen da einfach mal drei Züge vorm Bahnhof, weil einfach keiner gefahren ist, oder besser gesagt, der Güterzug Vorrang hatte vor dem anderen und deshalb nicht fahren konnte. Das ist dann doch schon sehr interessant. Aber was ich natürlich da im Gegensatz zur Wirklichkeit noch sehe, ist halt, dass ein Güterzug würde in dem Fall jetzt eher warten. Denn die Personenzüge haben ja einen Fahrplan einzuhalten, klar, die Güterzüge auch, aber da ist ja jetzt nicht so streng gemacht wie bei den Personenzügen. Deshalb würde ich niemals sagen, ein Güterzug hat vor einem Personenzug Vorrang. Also, vor allem, wenn der da, ja, okay, wenn der durchfährt. Ja. Könnte man sich streiten, ob man dann sagt. Aber in diesem Spiel ist ja, wer zuerst kommt. Der malt natürlich zuerst. So, neue Linie. Und das ist. Ich nenne es mal trotzdem schon so: Zug. Tegast. Mühle. Mühle. Erxheim. Oh, das ist von hier. Über hier. Die dumm bis hier. Das nimmst du mir bitte eher. Da davor nimmst du aber bitte das. Und du nimmst. Bitte. Ja, noch eine. Du läufst ja die Linie. Du nimmst bitte das Signal. Sollst hier aber nicht wechseln. Das hier.
Nutze es bitte auch nicht. Okay. Habe ich hier die ganzen Dinger weggerissen. Das ist natürlich nicht gut. Was ist denn hier? Ach, ein Vorsignal. Läuft denn hier drüber? Läuft hier. Ach, stimmt, da läuft ja der Autozug drüber. Sowas mache ich zum Beispiel auch einfach aus Spaß, mitten über die Map einen Autozug zu schicken, ohne Grund. Ohne Sinn, ohne Verstand. Aber glaube ich in die Richtung hier, oder? So. Wir könnten natürlich auch erst hier raus. Und bis hier. Gucken. Hier. Hier ein Brettblöckchen. Sagen wir bis hier. Hey. Das geht ja nicht. Das geht hier nicht. Geht hier nicht. Ein, damit es danach was aussieht. Upsa. Dann würde ich erstmal sagen, packen wir mal hier. Was nur noch Signale, Signale, Signale. Signale, 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 Signale. Halten wir sind vorbei. Ja. Setzen wir mal hier. Hier. Da hinten wird es selbst durch das. Und wer die Signaltechnik nicht versteht, bitte fragt mich, ja? Es hat seinen Sinn. Und deshalb mache ich es auch. Das wird auch noch. Und den Rest können wir so lassen, aber hier kommt.
eigentlich können wir hier komplett die Elektrik wegmachen. Denn die Strecke ist ja eh nicht elektrisch. Die wird auch nie elektrisch. Nochmal weg. 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 Mal bis da, oder? Ich würde es. Ah, okay, dann machen wir. Oh je. Ich mal kurz gucken, wer fährt denn hier rein? Hier fährt Lilla. Okay, Lilla fährt noch weg. Oh. Flugstrecke. What? Was ist denn das? Weil dann mache ich das hier nämlich alles. Ganze Elektrifizierung mache ich dann hier mal weg. Und so, nein, nicht wieder hin. Und oh, ich könnte sagen, das hier bleibt inklusive das hier. Ja, dann können wir sagen, hier die Abstellgleise bleiben elektrifiziert. Aber da ja hier eh nichts fahren kann, das nicht Diesel ist. Oder da hier eh nichts fahren kann, das elektrisch ist. Ja, also man kann sich streiten drum, ja, aber war das auch noch. Okay, dann würde ich eine kurze Pause machen und sag, bis gleich. ja, da melde ich mich zurück. Und ich wollte hier noch Signale setzen. Fällt mir ein. Wenn ich die Zwergsignale habe ich glaube ich gar nicht hier drin. Oder? Let me look. Nöp. Das heißt, wir platzieren die da. Wer es nicht weiß, das ist kein Kompaktsignal, das ist ein Rangier. Ja. Steht eigentlich immer am Bahnhof und zeigt dann an, Rangierfahrt frei. Und soll so viel bedeuten wie beim Kopfbahnhof zum Beispiel. Wenn der Zug dort endet und er wird abgestellt, wird das hier angezeigt und der Zug bekommt dann Freifahrt fürs Abstellgleis. So, bei uns ist es aber die Ausfahrt. Und ich würde hier gern erstmal einen Fake-Zug draufstellen.